Frau, warum geht's dir jetzt nicht so gut? Hallo? Stimmung? Ah, du hast Hunger. Ich weiß nicht, was du magst, ne? Wurde vor kurzem umarmt. Was gebe ich dir denn? Magst du einen Kalmarspieß? Oh nein, 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 nein. Stella, erinnerst du dich denn nicht? Ich esse keine tierischen... Ah, keine Milch, keine Eier. Okay. Eine vegane Schlange. Wie gut, dass ich gerade Gemüse einen Topf gebaut habe. Gegrilltes Gemüse. So, wo ist er denn? Ah, die schlafen gerade. Okay, hier ist alles. Hier ist alles frisch. Dann sollten wir jetzt auch schlafen gehen. Morgen! Aufstehen, Betten machen! Ding, 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 ding. So. Hier gebe ich jetzt was zu essen. Und zwar gegrilltes Gemüse. Danke, ich hatte richtig Hunger. Nom, 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 nom. Also mag kein nicht veganes Essen. Okay. Wie geht's dir? Hat Hunger, wie immer. Warte mal, dir gebe ich jetzt aber den Kalmar. Köstlich, darauf hatte ich richtig Appetit. Sehr gut. Ist aber nicht sein Lieblingsessen. Wurde vor kurzem umarmt, ist noch aktiv. Nun. Stella, du erinnerst dich doch sicher noch an meine alte Nähmaschine. Natürlich, wie konnte ich die vergessen? Es war eine Diva mit goldenem Schriftzug und einem Rad, das von Hand betätigt werden musste. Du weißt ja, dass ich Stoffe schon immer geliebt habe. Nun, vor ein paar Jahren war ich in einem Museum mit Unmengen von Textilfertigungsmaschinen. Mir ist aufgefallen, dass du einen Webstuhl auf diesem Schiff bauen kannst. Das wäre die perfekte Gelegenheit, um dir ein paar meiner Tricks beizubringen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du schon bald Fäden und Stoff brauchen wirst. Okay, Webstuhl. Mhm. Verstanden. So, wie geht's dir? Du hast Hunger? Dann kriegst du jetzt einen Kaffee. Kaffee geht immer. Mhm. Und... Oh, mag Atuls Hämmern nicht, okay. Und dann kriegst du noch eine Umarmung. Hm. Sorry für den Husten. So. Hab ich denn schon den Webstuhl? Nein, den muss ich erst lernen. Also fahren wir jetzt weiter. Nehmen wir die Greenhalden-Bucht noch mit, ne? Ja, die nehmen wir noch mit, komm. Wieder einen Fisch fangen. Und nochmal in die Küche. Ich muss nochmal Kaffee bauen. Aber Kaffee schnell. Gemacht. Okay, ich muss, wenn es rot ist, nur ganz kurz loslassen. Schwarze Tigergarnele. Der Kaffee ist schnell gekocht. Und wir sind da. Dann bauen wir doch noch mal... Okay, die Greenhalden-Bucht. Entdeckt.
Was passiert, wenn ich die Himbeeren... Na, wobei, kann ich die Himbeeren kochen? Kleine leckere Schalentiere, die oft mit Pommes serviert werden, okay? Mittelgroßes Krebstier. Großer Fisch Kabeljau. Naja. Kochen wir den Kabeljau. Neues... Neue Insel entdeckt. Halt. Eine Jakobsmuschel. Auch sehr nice. Ich halte mein Schiff sauber. Und los. Ein echt süßes Spiel. Also, mal was komplett anderes, was ich sonst immer spiele. Rums. Kupfererz. Wer bist du? Hey, ich wollte diese Bäume hier fällen, aber ich habe meine Axt vergessen. Ich werde nicht die Axt von jemand anderem benutzen. Das wäre seltsam. Mir gefällt, wie sich meine Axt anfühlt. Sie ist so handfest und beruhigt mich. Ach, ich vermisse diese Axt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich Briefe schreibe und einige davon ins Wasser werfe. Ich habe Gedichte geschrieben. Keine besonders guten. Aber ich werde besser. Hoffentlich findet niemand meine grauenhaften Gedichte. Baum. Timber. Zieh nur die ganzen Bäume an. Ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. Er hat ein Gericht gegessen, das er mag. Das ist schön. Und du wirst geknuddelt. War das nicht wundervoll, Lieblingsnichte? Okay, dann... Sammelholz. Das Daffodil an dieser See gehängt ist das Beste überhaupt. Jeder Förster schüttelt nur den Kopf, wie du Bäume fällst. If it works, it ain't stupid. Jetzt kann ich dann auf jeden Fall Himbeeren kochen. Ah! Tauchen! Tauchen! Wow, was ist das denn? Ein wertvoller Ring. Sollte verkauft werden. Ah. Glimps. Mittelgroßes Schalentier. Die Schale eignet sich als schöner Aschenbecher. Okay. Abgefüllte Blitze, Zitrin, Leuchtgelee. Ich habe noch zwei leere Flaschen. Okay, ich glaube, ich habe hier alles. Dann gehen wir weiter zu Bruce. Aber das Essen ist fertig. So, was gab's hier? Ah, okay. Die Fische. Der Kabeljau gibt auch nur normales Fischgericht her. Ich muss aber alles mal durchkochen. Halt, stopp. Ich wollte jetzt erstmal die Himbeeren kochen. Gibt vielleicht einen Obstsalat oder sowas. Okay. Hier ist was fertig. Flachs. Bauen wir gleich Flachs wieder an. Und ich muss neue Samen einkaufen gehen. Hey, der Mais ist fertig. Sehr schön. Perfektes Timing. Also, dass du halt aus einem abgebauten keinen neuen Samen rausziehst, zwingt dich dazu, einzukaufen. Sind die schon fertig? Nee, noch nicht, ne? Nö. Okay. Baue den Webstuhl, verbessere dein Reißbrett. Ja. Mach ich. Dahin.
Wir können die Kisten noch mitnehmen. Und dann geht's weiter zum... zum Hai. Zum Albert. Oder besser gesagt, Bruce. Eine Flaschenpost. Okay. Ist da ein grausames Gesicht, Gedicht drin? Ne? Man muss, wenn es rot wird, nur minimal loslassen. Kisten. Bedunk. Ich habe eine Flaschenpost gefunden. Dokumente. Geil. Das ist von dem Kerl auf der Insel. Eine Ode an die Axt. Ein Holzfäller ohne Axt, heulend und schluchzend. Alte Bäume werden nicht gefällt. Wir werden gemeinsam alt werden, sagten sie lachend. Also bringt Stella sozusagen mit dem Schiff die Tiere rüber ins Jenseits. Oder verstehe ich das auch falsch? Nein, das verstehst du richtig. Perfekt, Müll auf See. Schnell, spring ins Wasser. Da treiben Wrackteile. Das sollten hilfreiche Materialien sein. Flupp weg ist er. Blupp. Ich glaube, das war's. Aua. Ich glaube... Oh, ich glaube, die sind fertig, oder? Flupp. Rüben ziehen. Pflanzen wir gleich was Neues. Machen wir Karotten. Alle Rüben habe ich ja schon gekocht. Muss rausfinden, was passiert, wenn ich Karotten koche. Ob es dann das gleiche wird. Wie geht's dir? Gut. Wurde umarmt, hat ein Gericht gegessen. Okay. So, wie geht's dir? Ich kann dich mal umarmen. Dann geht's dir schon mal besser. Du bist goldig, ich weiß. Ich muss ihr Lieblingsessen noch rausfinden. Wie geht's dir? Dir geht's super. Okay. Dann nutzen wir jetzt noch kurz die Chance und fahren zum Bruce. Gegartes Obst. Ah, das waren die Himbeeren. Popcorn. Popcorn geht schnell. Popcorn ist nämlich ein Lieblingsessen von Gwen. Jetzt müsst ihr nur noch Olaf heißen, dann würde es mit den Umarmungen richtig passen. Genau. Die Ode an die Axt. 5 Miesmuscheln. Das dauert eine Weile. Können wir wieder angeln gehen? Oh, es kann sein, dass das Schiff gleich nicht mehr fährt. Oder schaffe ich es noch?
Okay, du musst wirklich nur ganz kurz loslassen, wenn es so rot wird. Prinzip verstanden. Ein alter Schuh. So, wir sind da. Wer bist denn du? Eine Zwiebel? Hallo, junge Dame. Du musst die neue Seelenfeerfrau sein. Freut mich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Francis. Man könnte sagen, dass ich eine Art reisender Händler bin. Also, ich liebe Zeugs, Objekte, Kuriositäten, Tant. Ich kaufe einfach alles. Will heißen, ich nehme dir alles ab, was du nicht mehr möchtest. Sicherlich bist du schon auf den ein oder anderen wertvollen Schatz gestoßen. Also sag mir, was würdest du gerne loswerden? Erst rede ich mit dir. Es freut mich überaus, eine dynamische junge Dame so hart arbeiten zu sehen. Es ist ja nicht so, dass Charon kein Profi war, aber seine Umgangsformen waren... Nun ja, ein bisschen unterkühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Er hat alles behalten, was er gefunden hat. Wie schade. Aber jetzt bist du ja hier. Hussa, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, und keine Sorge, angehende Seefahrerin. Der alte Francis ist immer in der Nähe, wenn du ihn brauchen solltest. Aber ich möchte deinem Heißhunger auf Abenteuer nicht im Weg stehen. Nur zu, setz die Segel, kleine Matrosin. Verkaufen? Yeah, jetzt können wir das ganze Zeug loswerden. Also das hier nicht, weil das ist ja Kochzeug. Aber den Tant können wir verkaufen. Feucht und muffig. Alter Teppich. Strahlende Halskette 3 Stück. Und den wertvollen Ring. Sehr gut. Das kann ich bei dir kaufen. Ah, ich kann... Ah. Oh. Ein seltsamer Samen. Was ist das nur, wenn du die im Garten anpflanzt? Und Flaschen. Flaschen brauche ich. Tägliche Besorgungen. Okay. Gehen wir mal zu Bruce. Zu Albert. Albertus von Heizahn. Stella! Deine Briefe kommen schon einen Monat lang zu mir. Ich bin doch nicht die Post. Du brauchst einen Briefkasten auf deinem Schiff. Wenn ich noch einen Brief voller Glitzer bekomme, drehe ich durch. Ich warne dich. Du magst zwar eine Kundin sein, aber ich behalte mir das Recht vor, dich anzumeckern. Hier gibt's auch Totenköpfe. Kümmere dich darum. Okay. Verbessern. Briefkasten. Ahornbretter und Leinenfäden. Aber kann ich ja... nicht kaufen, okay. Aber ich kann Bastler. Jawohl, neues Reißbrett. Und... Die furchtlose Otter ist ein mittelgroßes Schiff, mit dem du Stiefel über die Ozeane gleitest. Schauen wir doch mal. Ja, hallo, wer kommt da reingeschneit? Einen wunderschönen... Abenteuerlustige Seekuh ist bestimmt auch eine lustige Beleidigung. So, schauen wir mal in den Shoutout rein. Tentakelraid! Okay. Erstes Abo, dann der Shoutout. Bitte nicht nochmal bannen. Eskalation. Maximal.
grüß dich, Bart Olomir. Danke, Zerbion. War nicht dein Lurch, der... Also, dein Lurch ist ein Geschenk für die ganze Menschheit, Pantoffel. Das ist nicht mein Geschenk, okay? Ich habe mir gerade ein Nebelhorn leisten, aber ist ja aktuell ausgeschalten. Würde auch hier nicht viel tun. Also, die Nebelhorn funktioniert nur in den Spielen, wo ich das auch installiert habe. Das sind Streams! Funktioniert nicht. Fun Fact, ich habe gerade keine Hose an, weil... Ah, Hilfe! meine Kamera ist kaputt. Was ist los hier? Moment, ich muss hier kurz mal... Kann ich in eine Pause gehen? Danke, Yashi Achan, für dein Abo im 14. Monat. Dengel, du bärtiger Engel. Was geht? Die Königin der Totenköpfe betritt die Bühne, also schnell den Kopf einziehen. Feiert sie mit einem großen Handgeklapper, ihr lieben Leute. So, machen Sie mal. Hier geht sie, komischerweise. Es wurde gerade. Moment, wo, ich muss jetzt dahin. Hallo. Ist jetzt sogar ohne Delay. Ich habe eine andere Kamera hingebaut. Schön, dass ihr da seid. Stimmt, weil ich die Kamera da umgebaut habe, geht jetzt wohl im Ingame-Dings nicht mehr. So. Wo habe ich meine Manieren? Die bekannteste Hand auf Twitch, Verschlingern der Naschis und die Tentakelflüsterin. Hier ist Yashi-chan. Danke der Unterstrich Suri für deine 100 Bits. Ihr seid doch narrisch. Ich muss einen Chat aufholen. So, also, ein wilder Tentakelraid erscheint. Einmal alle Saugnäpfe quer durchs Gesicht. Also, vielen lieben Dank für den Raid und Jay, hallo, schön, dass du da bist. Ich werde dich nicht mehr bannen. Und natürlich für euch beiden auch vielen, vielen herzlichen Dank für eure Abos. Der Wahnsinn. Schon im 12. Monat. Wir haben Jubiläum. Wie geil. Sau cool. Und Yashi schon im 14. Engel, du bärtiger Engel, was geht? Wie war Witcher? Wie war Witcher? Wie weit bist du mittlerweile? Teku hat sich wieder mal vorgestellt. Ja. Und nun erfahren wir nicht, warum er keine Hose anhat. Zerbi, bitte erzähl mir mehr. Also ich habe eine Hose an. Wäre blöd, mit dieser Kamera keine Hose zu haben. Wäre dann eher was für Only Beards. Wo ist Tasse? Tasse steht hier. Da. Ist noch ein bisschen was drin. Apropos. Ich bräuchte mal einen Nachschub. Suri, danke für deine 100 Bitties. Hype-Train zu 69%. Nice. Sag ich nur. Jay Bannon, bin dabei. Und Abodun, servus. Schön, dass du da bist. Und es waren ja zwei Abos. In welche Richtung pustet ihr jetzt? Da. Einmal für Zerbi. Ich komme jetzt mal zu euch. Einmal für Zerbi. Das war die ganze Luftschlange. Das war einmal für Yashi. So. Zerbis machen wir nochmal. Geht bestimmt. Perfekt. Alles funktioniert hier. Ah, Mittwoch geht's nach Skellige. Sau cool. Ist echt schade, dass ich keine Hose anhab, ne? Nein, dass ich nicht keine Hose anhab. Tasse für Orki, kuscheln mit Tico, Date für Orki. Ja, Orki ist nicht da, Orki schläft schon. Hund! Da war Hundi! Floß. Für mich hat Dengel besser geblasen. Tja. Was merken wir daraus? Muss mal ganz kurz hier. Warum? Ihr hört gerade keine Musik mehr, aber warum ging jetzt gerade im Game? Ach so. Da muss ich was anderes einfügen. Jetzt verstehe ich's. Ich muss die. Das ist ein anderer Spiegel. Und zwar
Muss das? Ich hab's gleich. Warte mal, welche ist das? Das ist die weiße. Welche Quelle wollen wir spiegeln? Und zwar... Bla 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 bla. Wo ist es denn? Whitecam. Weiß. Ei, jetzt müsste es sogar wieder funktionieren. Sehr gut. Ah, und ich bin auch hier in Farbe und bunt zu sehen. Sehr schön. Können wir den Studiomodus wieder ausmachen und zurück ins Spiel gehen. So. Ah, ist doch alles so einfach. Mensch, was habt ihr denn? Also, wenn ihr die Roomcam nochmal ausprobiert, müsste sie jetzt wieder richtig funktionieren. Ah. Und hallo Kunstpause Excel, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du mit rüber geredet bist. Oder du hattest vielleicht keine andere Wahl, weil Zerbim sich mit seinen Saugnäpfen so mitgeschleppt hat. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Bärtige, ich bin der Radengel. Spiele gerne alles querbeet und habe heute mit Spiritfarer angefangen. Einem Spiel, was Zerbi auch im Werder ICQ angemacht. Einem Spiel, was Zerbion an einem Wunschkonzert ja auch mal gespielt hat. Wie fandest du's, mein lieber tentakeliger Freund? Und es ging jetzt sogar ein Hype-Train hier durch die Bude. Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch echt wahnsinnig. Mein Chat eskaliert gerade immer noch. Yashi hat gerade irgendwas geschrieben mit Blasen. Wo war's? Ich habe viel besser für sie geblasen als für Zerbi. Kein Grund traurig zu sein, es wird noch viele Momente geben, in denen Dengel blasen kann.